Hallo zusammen! Heute machen wir verschiedenste Bewegungsübungen, um die Kraftausdauer und die körperliche Fitness noch ein bisschen zu steigern, sodass die Kinder die Übungen, die wir hier im Training auch gemacht haben, fortlaufend machen können, um auch dann explosiv wieder ins Training einzusteigen, ohne dass wir viel Aufholarbeit leisten müssen. Die erste Übung ist die Spinne. Meine Arme sind fest auf dem Boden, meine langen Finger gucken entgegengesetzt dem Rücken, meine Daumen vom Körper weg. Ich hebe mein Gesäß an und bin vor allem nicht auf dem Plattfuß, sonst bremse ich mich, wenn ich mich bewegen möchte, sondern auf der Ferse. Jetzt drücken meine Arme den Körper. Am besten natürlich immer in eine Richtung. Andererseits könnt ihr es so seitlich machen oder nach hinten. Damit könnt ihr durch die Wohnung laufen. Gut hierbei ist, das ist eine Übung für die Tiefenmuskulatur. Das bedeutet, ihr bekommt nicht nur schöne gestellte Muckis und einen Bizeps, der so groß ist wie ein Globus. Nein, Quatsch. Also es geht einfach nur darum, dass auch eure Tiefenmuskulatur gestärkt wird und natürlich die Stabilität gefördert wird. Genauso wie bei den nächsten anderen Übungen. Das nächste ist der Salamander. Ich gehe in die Liegestützposition, aber auf die Unterarme. Meine Beine werden jetzt abwechselnd seitlich, ganz wichtig seitlich, in Richtung der Ellenbogen geführt. Hierbei zu beachten ist, dass euer Gesäß nicht auf dem Boden ist, genauso wie euer Bauch, aber kurz darüber. Achtet, wie ich beim einen der letzten Videos erklärt habe, dass das Gesäß nicht hochkommt, wie beim Katzenbuckel. Seitlich werden die Füße bewegt. Die Arme bewegen sich gegengleich. Bedeutet, ist der linke Arm vorne, ziehe ich das rechte Knie mit, ist der rechte Arm vorne, kommt das linke Knie. Aus der Distanz. Die nächste Übung ist der Skispringer. Den machen wir ja ganz oft als Warm-up. Ihr geht in die Kniebeugenposition. Füße sind hüftbreit, eventuell etwas breiter. Fest auf dem Boden. Ich gehe mit meinem Gesäß runter. Wichtig jetzt hier zu beachten ist, dass die Schultern nicht nach vorne gelassen werden. Ihr könnt euch ein langes Lineal nutzen, es euch hinten auf den Nacken legen. Der Hinterkopf sollte an das Lineal rankommen. Es sollte eine Linie sein. Gesäß, Schultergürtel, Hinterkopf. Das Gesäß geht tief runter. Ich verixe die Arme vor dem Körper, mache eine Faust, gehe so tief ich kann, springe nach oben weg und schmeiße die Arme nach hinten. Ihr seht, ich springe hoch und ziehe da nicht wieder ab, sondern gehe direkt wieder in die Grundposition. Eins. Atmet aus, wenn ihr gesprungen seid. Die nächste Übung ist der Ellenbogenjump. Ihr bewegt euch leicht auf der Stelle. Dann kommt ein Kommando und ihr springt mit beiden Knien hoch und versucht die Ellenbogen zwischen die Knie zu ziehen. Ich mache es mal vor. Auch hier möglichst den Rücken stabil halten, Arme vor dem Körper lassen. Das sind Übungen, die ihr natürlich kombinieren müsst mit den letzten Übungen, die wir gemacht haben, wie dem Schulterklopfen oder den Burpees. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.